Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen beim heutigen Insider. Wir sind wieder live für Sie da mit spannenden Talkgästen. Heute darf ich begrüßen Magister Silvia Grünberger, 13 Jahre lang in der Politik, jetzt PR-Beraterin, sogar Teilhaberin an einer sehr großen Agentur. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen Werner Gruber, Physiker und auch immer wieder politisch gerne hier zur Debatte bereitstehend. Schön, dass Sie da sind. Und, Schönen Abend. Starten vielleicht mit einem Thema, an dem man derzeit einfach nicht vorbeikommt, nämlich die Krise in der SPÖ, das ewige Geplänkel in der SPÖ. Frau Grünberger, als PR-Profi, wie sehen Sie denn diese öffentlich ausgetragenen Streitereien? Jetzt gab es zuletzt auch Streit ums Geld, immer wieder diese kleinen Seitenhiebe, Provokationen. Man wollte von der Landesgeschäftsstelle kein Geld mehr überweisen. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Davor eben immer wieder die Kritik an Pamela Rendi-Wagner. Wieso lässt eine Partei so etwas überhaupt zu? Das schadet doch enorm dem Ruf. Das schadet ausschließlich. Das schadet der SPÖ, das schadet aber auch der gesamten Politik, die ohnehin momentan auch nicht den besten Ruf hat. Es war höchst an der Zeit, dass die SPÖ-Parteivorsitzende diesen Schritt jetzt setzt und sozusagen ihren Kontrahenten und den Herausforderer jetzt in den Ring ruft und sagt, tragen wir das Match doch öffentlich aus. In Wahrheit hätte sie das schon viel, viel früher machen müssen, aber jetzt ist es an der Zeit, diese Frage zu stellen. Die SPÖ ist momentan in der Opposition. Jetzt kann man sagen, gut, wäre viel schlimmer. Wir haben vorher schon darüber diskutiert, wenn das als Regierungspartei passiert wäre. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon für eine staatstragende Partei ein Armutszeugnis. Ich hoffe in Wahrheit für die gesamte politische Landschaft, dass es der SPÖ gelingt, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen, in Wahrheit dann auch geschlossen und vereint in absehbarer Zeit wieder aufzutreten, weil es der Staat und dieses Land braucht, dass Parteien mit einem konstruktiven Willen und auch den Ressourcen, den Personalressourcen befähigt, für das Land und für die Menschen hier tätig sein können und nicht mit sich selbst beschäftigt sind. Mhm. Also was hier momentan abläuft, ist ein Trauerspiel und höchstgradig peinlich und das gehört dringend gelöst. Sie sagen, es ist gut, dass Pamela Rendi-Wagner jetzt auch in die Offensive gegangen ist, ihn jetzt eben eingeladen hat zu diesem SPÖ-Präsidium nächste Woche. Herr Gruber, ist das ein guter Schritt gewesen, jetzt so wirklich die Konfrontation direkt zu suchen? Ja, also wir haben folgende Situation. Ich komme aus der Systemtheorie. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut, wie sich die Situation, wie das angegangen ist. Und das Ganze ist vor 4,5 Jahren angefangen. Der Herr Doskozil hat eine Wortmeldung gegeben, die hat ein gewisses mediales Echo verursacht. Darauf hat in einem relativ großen Abstand die Pamela Rendi-Wagner eine kleine Wortmeldung, die ein kleines mediales Echo gegeben hat. Und dann ist im nächsten Abstand wiederum Dosko, wieder ein Statement, Pamela Rendi-Wagner. Jetzt ist Folgendes. Das heißt, da kann man sagen, ein Hin und Her, ein Hin und Her. Mhm. Und jetzt kommt aber das Spannende. Normalerweise, wenn das periodisch ist und regelmäßig, weiß man, ersten des Monats sagt der Doskozil was, Mitte des Monats sagt die Pamela Rendi-Wagner was, jeder kann damit rechnen, dann ist es Daily Business. Aber was wir jetzt beobachtet haben seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass diese Abstände zwischen den einzelnen Kommentaren kürzer geworden sind und auch so die mediale Rezeption viel größer geworden ist, als das vor 4,5 Jahren war. Vor 4,5 Jahren, ja, da war mal was. Und da war man das Ganze, man kann das in einem Phasendiagramm aufzeichnen. Und in der Systemtheorie ist immer die Frage, in welche Richtung marschiert ein System. Und in dem Fall sehen wir tatsächlich, dass wie eine Spirale, wo man sehen, diese Periodizitäten werden einerseits die Amplituden größer, die Frequenz wird viel höher, spandelt es wie in einer Spirale und das endet in einem Fixpunkt. Fixpunkte wirst du in der Systemtheorie niemals haben, weil Fixpunkte, zum Beispiel Epilepsie wäre ein Fixpunkt oder der Kollaps eines Ökosystems, sind alles Fixpunkte. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir jetzt auf so einen Fixpunkt hinwandern. Und ich muss sagen, ich habe mir es tatsächlich vorgestern am Abend durchgerechnet. Und gestern ist ja dann schon der Brief gekommen. Lieber Hans-Peter Doskozil, also ob er es lieb geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber bitte komm zum Parteipräsidium, Hans-Peter Doskozil. Geschätzter Genosse hat sie, glaube ich, geschrieben. Ich weiß es nicht, ich habe den Brief nicht gelesen. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich komme. Und jetzt ist was Tolles, dass aus einem Fixpunkt
Dadurch entsteht eine sogenannte Trajektorie, das ist ein Kreis. Und je größer der Kreis ist, umso entspannter ist die Situation, je kleiner der Kreis ist, umso unangenehmer ist es. Aber Sie haben es, glaube ich, nur rechtzeitig angefangen. Und jetzt werden Sie den nächsten Mittwoch zusammensetzen, werden Sie das durchdiskutieren, werden einen Modus operandi finden. Das heißt, wie gehen wir bei Zwistigkeiten um? Zum Beispiel die Geschichte mit dem, wir zahlen kein Geld mehr an die Bundespartei und wir haben überwiesen. Ich glaube, ganz ehrlich, da ist mehr aufgebauscht worden als von den Medien. Da haben heute alle Seiten gesagt, na, das war ein Missverständnis, wir haben überwiesen, wir werden auch in Zukunft überweisen und so weiter. Also ich glaube, das, da glaube ich jetzt, da nehme ich ein bisschen die Medien zu sagen, boah, da kann man schon ein bisschen nachsticheln. Nein, tatsächlich ist es so, ich freue mich, ich würde mich nur mehr freuen, wenn wir nicht so weit gekommen waren, dass wir nächsten Mittwoch, traue ich mir zu wetten, werden Sie die Damen und Herren des Präsidiums überlegen, wie wird es in Zukunft weitergehen und dann wird es eine Entscheidung geben und dann werden wir unseren Parteiobersten vertrauen, dass sie Gutes tun. Ich glaube schon, dass diese Auseinandersetzung jetzt auch in der politischen Landschaft ein Momentum sein kann, weil wenn die SPÖ jetzt sich hier wieder drüber turnt und versucht darzustellen, wir haben uns eh lieb und wir haben uns eh ein bisschen geeinigt, aber in Wahrheit sind die Fronten nach innen nicht geglättet, geht ja alles so weiter wie bisher. Eben. Also es stellen ja nicht nur Experten, sondern auch innerhalb der Parteien Menschen die Frage, wie wird in Zukunft nicht nur die SPÖ aufgestellt sein, sondern was heißt das für eine potenzielle Kandidatur? Wer wird der Kanzlerkandidat der SPÖ sein? Und vor allem, wann wird entschieden? Gibt es einen vorzeitigen Parteitag oder nicht? Bis hin zur Frage, kann das vielleicht sogar zu frühzeitigen Wahlen führen? Also ich glaube schon, dass das kein Tag ist, der einfach so vorübergeht, sondern da passiert jetzt gerade viel. Die Grünen präsentieren eine neue Kampagne. In der ÖVP gibt es jetzt morgen die Kanzlerrede. Also da ist viel im Umbruch. Vieles wird neu aufgestellt und das ist etwas, was sozusagen die Auseinandersetzung in der SPÖ mit beeinflussen wird und umgekehrt auch diese Auseinandersetzung in der SPÖ beeinflusst den Rest. Wollen Sie damit vielleicht indirekt andeuten, es positionieren sich schon alle vielleicht für einen eventuellen verfrühten Wahlkampf? Natürlich, und ich glaube, die Tatsache, warum das in der SPÖ nicht schon längst entschieden worden ist, rührt daher, dass Randy Wagner bis jetzt nicht die Kraft hatte, das durchzusetzen, aber es sie auch niemand abgesägt hat, weil wer möchte schon gern Oppositionsführer sein? Spannend ist ja nur, eine Partei zu führen, kurz vor einer Wahl, wo man dann die Chance hat, Kanzler zu werden. Alles andere ist ja Basisarbeit, die hartnäckig ist, die anstrengend ist und wo man nicht weiß, sozusagen, ob man sich am Ende des Tages durchsetzt. Sie wurde ja bis jetzt nur so lange geduldet, weil es sich nicht ausgezahlt hat, da frühzeitig einen Putsch zu veranstalten. Jetzt könnte das schon wieder viel spannender sein. Das bringt mich auf eine interessante Aussage, die ich vor kurzem gehört habe, Herr Gruber, nachdem dann, was Sie gesagt haben, was Sie sagen wollten. Und zwar Nico Kern, der Sohn von Christian Kern, hat zuletzt gemeint, momentan ist Pamela Rendi-Wagner ganz gut da, wo sie ist. Sie ist eine gute Verwalterin. Das kann ich zu wenig beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für mich zwei wichtige Dinge sind. Das Erste, und das hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen auf Ihrem Platz der Peppi Chapp gesagt, für mich war jetzt ganz wichtig, und dann schließe ich mich inhaltlich voll an, wer will was? Sprich, wenn der Tosco sagt, ich will es machen, mit welchem Programm tritt er an? Was die SPÖ vertreten soll, genauso bei Pamela Rendi-Wagner. Oder wenn es noch einen Dritten gibt, dass man sagt, mit was gehen wir in die Zukunft hinein? Das ist einmal das eine. Das Zweite ist, und ich glaube, das gilt jetzt für alle Parteien, also ÖVP, SPÖ, wir wissen aus der Spieltheorie, dass es 3% in der Bevölkerung gibt, die betrügerisch spielen, die wirklich Betrüger sind. 3% der Bevölkerung, das findest du von sozial ganz niedrig bis in die ranghöchsten Schichten. Und jede Partei hat das Problem, dass es Personen gibt, die nicht korrekt, die in betrügerischer Absicht agieren. Und ich sage jetzt ganz bewusst, ich rede jetzt nicht von Pamela Rendi-Wagner, Deutsch, Stoßkanzler oder sonst irgendwas. Ich rede nur, es wird immer, egal auf welcher Ebene einer Partei, Probleme geben. Und diese Probleme, die entstehen dadurch, dass jemand sich einen Vorteil vor anderen erarbeitet. Ihr kennt jetzt das Beispiel Konzept Ballhausplatz von Herrn Kurz, wo es schon Geschichte ist, wo man sagt, das ist jetzt schon gegessen. Das wird es immer geben. Und jetzt ist für mich die wichtige Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Parteien, egal welche Partei, interne Selbstreinigungskräfte aufführt, dass solche Personen, die, ich sage jetzt einmal so, wie der Herr Doskozil einmal
bisschen zu heftig vielleicht auf die Pauke hauen. Oder die in betrügerischer Weise, wo du sagst, na, da hat einer den anderen gelegt. Das kommt auch so ziemlich in allen Parteien vor. Ich sage jetzt, dass wir mal eine andere Partei nehmen. Der Kickl hat ja auch gegen den Hofer durchgeputscht. Ich glaube, was wir uns überlegen müssen, ist, wenn eine Partei das Vertrauen erlangen möchte, müssen die Personen, die vorne stehen, selber dieses Vertrauen erwecken und nicht nur, dass es so ausschaut, als ob, sondern auch danach handeln. Das ist doch eine klassische Führungsaufgabe. Ja? Also da braucht ihr keine Systematiken und keine Revisionen oder was auch immer, sondern das ist eine Führungsaufgabe. Und was dieses Land momentan braucht, ist eine Führung, ist eine Politik, die sich um die großen Sorgen dieses Landes kümmert und nicht um eigene Wehwehchen. Ja? Und das ist das Traurige in dieser ganzen Situation. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Wir werden sehen, was der nächste Woche passiert. Sollte sich etwas tun. Vielleicht noch ich bin am Mittwoch um 11 Uhr. Was ist am 15. März um 11 Uhr das Wichtigste in Wien? Am 15.? Immer, jeden 15. März. Da haben Sie mich jetzt eiskalt erwischt. Das Schweizer Haus eröffnet. Ja, sowas sind wir nicht. Naja, ich muss aber dazu sagen, da ich an dem Tag Geburtstag habe, muss man das noch. Ja, das merke ich mir aber jetzt, wenn Sie da Geburtstag haben. Vielleicht noch ganz kurz, um das Thema SPÖ abzuschließen. Ist Randy Wagner Ihrer Meinung nach die richtige Kandidatin, um die Partei in die Nationalratswahl zu führen, nach all dem, was wir jetzt hier erlebt haben? Also sie ist sicher eine sehr intelligente, auch telegene, repräsentative Frau, die klug ist. Ob sie die Kraft hat, die Partei zu einen und zu führen, stelle ich in Frage, weil bis jetzt ist es ihr nicht gelungen. Also alleine wird sie es nicht schaffen. Sie wird ein Team brauchen rund um sie herum, das sie begleitet, das diesen Wahlkampf gestaltet. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, ob alle an einem Strang ziehen oder nicht. Die Voraussetzungen hätte sie sehr wohl, weil sie eine aufgeschlossene, eloquente, dynamische Person ist, die aber in den letzten Jahren auch durch das, was sie erlebt hat, abgebaut hat. Das muss man auch sagen. Mhm. Ja, teilweise dann auch steifer, hölzerner und abgebrühter und vielleicht auch manchmal frustriert darüber kommt, was logisch ist, wenn man solche Dinge mitmachen muss. Aber das liegt es an ihr, sich von diesen Fesseln zu lösen und auch klar eine Entscheidung zu treffen. Und ansonsten muss die SPÖ klar Farbe bekennen und sagen, welche Alternativen haben wir und wer wäre es sonst? Ja? Also auf die Frage Pamela oder Doskozil kann ich auch noch Folgendes sagen. Ich kenne beide, Pamela Rendi-Wagner eine Spur weniger als Hans-Peter Doskozil, und ich glaube, dass beide es können. Es hat Pamela Rendi-Wagner, wenn man sagt, Medizinerin, sie ist auch Wissenschaftlerin, und ich weiß, als Wissenschaftler gibt es nicht auf. Das heißt, sie hat auch tatsächlich den Zug. Was ihr sicher fehlt, ist das Umfeld um sie herum, wo so ziemlich fast jeder Experte sagt, da gibt es schon einige Berater und einige andere Damen und Herren, die sich um sie befinden, wo man sagt, die könnten sie bedeutend besser beraten. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Hans-Peter Doskozil ein großer Denker ist, der sich über viele Sachen Gedanken macht und auch für viele Sachen, das sagt er ja im Burgenland, eine extrem gute Politik macht. Also wenn du heute im Burgenland unterwegs bist und du sagst was gegen einen Dosko, da schlagst du dich. Weil, nein, der wird wirklich... ich will nicht sagen geliebt, das ist eine falsche Formulierung, aber wirklich, wo man sagt, ein wahnsinnig hohes Vertrauen, und er macht da sehr viele Maßnahmen, wo die Burgenländerinnen und Burgenländer sagen, das bringt mir was. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt viel einfacher, wenn ich Landeshauptmann bin und ich kann zeigen, was ich kann, als wenn ich Oppositionsführer bin und eigentlich nur sagen kann, liebe Regierung, das macht's falsch, das macht's falsch, das macht's falsch. Aber ich möchte eine These aufwerfen, möglicherweise wird es keiner der beiden. Ich muss dazu sagen, von meinem persönlichen Gefühl her, ich glaube, ich auch fast. Es ist leider so, wenn sie zwei streiten, freut sich der Dritte. Aber wer ist der Dritte? Ich will nicht sagen, aber es ist der Maladikant. Nein, ich weiß nicht. Gut, wir reden nach einer kurzen Pause, reden wir dann noch, wer könnten die Dritten sein? Und dann schauen wir natürlich auch noch zur ÖVP. Wir erwarten morgen die Rede zur Nation von Karl Niehammer. Bleiben Sie dran.
Die Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück bei unserem Insider. Weiter bei mir im Studio Magister Silvia Grünberger, PR-Expertin, und Werner Gruber. Wir haben jetzt gerade über die SPÖ gesprochen und wollten das Thema jetzt noch schnell abschließen. Es werden ja viele Namen derzeit kolportiert, die die Nachfolge von Pamela Rendi-Wagner antreten könnten. Herr Gruber, Sie haben jetzt gemeint, keiner davon wird Ihrer Meinung nach. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, der Herr Wrabetz ist jetzt beschäftigt mit Rapid und da ist wirklich was zu tun. Und auch die sonstigen Namen, die so genannt werden. Ich halte es durchaus für möglich. Es war auch damals der Herr Gusenbauer, den hat keiner gekannt. Es gibt schon einige Damen und Herren innerhalb der SPÖ. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass es eine gütlichere Einigung geben wird, als wir im Moment für möglich halten. Also ich halte das nicht für ganz ausgeschlossen, und es könnte vielleicht durchaus schon sein, dass Hans-Peter Doskozil sagt, wenn es in der zweiten Reihe der Löbelstraßen was tut. Oder wenn er, und ich hätte es niemals zugelassen, ihn aus dem Parteipräsidium austreten zu lassen, wo ich sage, na, du bist da dabei, weil du hast was zum Sagen und du machst eine tolle Politik. Das sind halt Fehler, die passiert sind. Ja, jetzt muss man sich zusammensetzen und sagen, Ruhe ist. Frau Grünberger. Ja, in der Stadt Wien, würde ich meinen, sind einige Stadträte aufgefallen innerhalb der SPÖ, die auch das Zeug hätten, bundespolitisch tätig zu sein. Das wird spannend werden zum Beispiel. Na, ich glaub, das Thema Wirtschaft ist ganz gut ausgegangen. Peter Hanke. Wäre, glaube ich, schon ein Kandidat. Die Stadt Wien ist ja in der SPÖ ohnehin dominierend. Die werden hier ein großes Wort mitzureden haben. Da ist natürlich die Frage, welche Perspektiven gibt es, und aus Sicht von Peter Hanke, wo habe ich das bessere Leben? In der Stadt Wien oder möglicherweise auf Bundesebene? Das wird er sich gut überlegen. Ja, dann kommen wir noch zur ÖVP. Morgen erwarten wir die Rede zur Lage der Nation von Karl Nehammer. Viele sagen, Karl Nehammer, der schwebt jetzt auf so einer kleinen Welle nach der Kärntenwahl, und auf der will er jetzt unbedingt oben bleiben. Herr Gruber, was können wir uns denn erwarten von dieser Rede? Also ich weiß nicht, was wir uns erwarten können. Ich habe nur im Vorfeld gehört, dass der Bundeskanzler Nehammer gesagt hat, ja, wir müssen den Spalt, der zum Beispiel durch die Impfpflicht entstanden ist, müssen wir kitten. Und ich hoffe jetzt nicht, dass man auf die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft sagt, ja, ihr habt uns falsch beraten und so weiter. Weil ich sage jetzt einmal ganz provokant, hätte die Politik mehr auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört, hätten wir bedeutend bessere Zahlen. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Wir haben in Österreich, hat nur Deutschland die höchste Übersterblichkeit in ganz Europa. Österreich ist Platz 2. Schweden ist übrigens auch nicht so gut wie immer. Das heißt ja, mit ihrer Eigenverantwortung. Gut, aber die haben ja auch keine Maßnahmen gehabt. Oh ja, sie hatten Maßnahmen. Sie hatten eine Maßnahme, und die Maßnahme hat nämlich gelautet, liebe Bevölkerung, mach das und das nicht. Und es hat kein Gesetz gegeben. Der Unterschied ist nur der, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, dass man der Regierung vertraut hat. Und es wird wenig darüber berichtet, dass tatsächlich am nächsten Tag, was heißt noch, geht es nicht in die Wirtshäuser einen Einbruch von 90% des Umsatzes hatten, weil die Leute nicht in die Wirtshäuser gegangen sind. Was ist passiert? Und wir sind da selber gemeinsam zusammengesessen, wie der Herr Kanzler Kurz oder wer dann auch immer neue Maßnahmen präsentiert hat, ist sofort die Frage gegangen, ja, das darf ich nicht, aber so kann ich es umgehen. Das heißt, wir haben nicht das Konzept der Eigenverantwortung gelebt, sondern wir haben überlegt, wie kann ich das Gesetz umgehen, während die in Schweden hergegangen sind und gesagt, bitte das, das nicht. Und die Leute haben sich dran gehalten. Kommen wir zurück zu Nehammer. Nein, ich hoffe, dass es eine vernünftige Erklärung geben wird, warum man von der Impfpflicht abgetreten ist, und nicht einfach nur eine Erklärung, dass man sagt, ja, wir entschuldigen uns, dass wir eine Impfpflicht eingeführt hätten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, eine Impfpflicht einzuführen war prinzipiell, wäre nicht schlecht gewesen. Man muss nur dazu sagen, da gibt es jetzt zwei Sachen, was die Regierung falsch gemacht hat, beziehungsweise wofür sie nichts kann. Und zwar die Impfstoffe, wie wir die Alpha- und die Südafrika-Variante, die Britta-Variante und Delta hatten, haben die Impfstoffe sogar gegen um selber krank zu werden, als auch weiterzugeben. Bei Alpha 90%, bei Delta waren es dann immer nur 80%. Bei Delta ist allerdings schon eins dazugekommen, dass es nach 3 Monaten stark abgenommen hat. Man hätte, wenn wir nur die Delta-Variante gehabt hätten zum Schluss,
hätte eine Impfpflicht sehr viel Sinn ergeben. Und jetzt ist was Gemeines gekommen, und da muss ich jetzt der Regierung ein bisschen Schuld geben, hätte sie schneller agiert und wir hätten die Impfpflicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr früher gehabt, da haben wir allerdings noch nicht so viel Impfstoff gehabt, muss man auch dazu sagen, würden die Todeszahlen anders ausschauen. Tatsächlich war es aber so, sie waren echt spät und dann ist die Omikron-Variante gekommen. Und Omikron, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da macht Impfpflicht definitiv keinen Sinn, weil gegen Omikron ist, muss man sagen, wenn jetzt so kein Kraut gewachsen, ja, da hilft die Impfung gegen eine schwere Erkrankung. Das heißt, Herr Gruber, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, also Sie rechnen einmal auf jeden Fall mit dem Thema Corona, dass das hier vorkommt. Was wir jetzt auch schon durchsickern hören haben, ist, es wäre sogar eine Volksbefragung geplant gewesen wegen der ORF-Steuer. Haben Sie davon auch etwas gehört? Und was würden Sie so ja, diese Sau wurde heute durchs Dorf getrieben, ja. Ist, glaube ich, genau. Für Politik-Insider nicht zu überlesen gewesen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich weiß, Sie sind ja da Experte, aber als Bürger wünsche ich mir, dass der Blick in die Zukunft gerichtet ist, dass wir keine Vergangenheitsbewältigung betreiben. Gott sei Dank ist Corona vorbei, wir haben die Pandemie überstanden, wir haben jetzt andere Steuerer geworden, die Kosten sind jetzt spürbar, die Gehälter sind nicht in derselben Höhe angestiegen. Ja? Von Alleinerziehern über Großfamilien, jeder fragt sich, wie kann ich das Leben finanzieren? Der Arbeitsmarkt verändert sich, wir haben einen Fachkräftemangel, gleichzeitig sozusagen wird diskutiert über 4-Tage-Woche, ja? Also was ja dazu führen würde, dass dann am Ende des Tages noch mehr offene Stellen da sind. Das sind gerade die wesentlichsten Fragen, um die es geht. Und um diese Fragen braucht es Konzepte. Der Bundeskanzler Antworten darauf geben. Das wird aber auch eine Art Kickoff sein, wo man in Zukunft dann mit Experten gemeinsam in Dialog tritt und sozusagen zukünftig für die anstehenden Probleme Lösungen wird finden müssen. Da ist vieles in der kleinen Zelle Österreich zu tun, vieles wird auch auf europäischer Ebene geregelt werden und sozusagen Krieg und Frieden, diese Situation, die um uns herum sind, ist auch keine einfache. Also dort gehört der Fokus hingerichtet und bitte nicht dauernd auf sich selbst. Ich stimme absolut zu, dort sollte er hingehören. Das Problem ist, Nehammer hat in den letzten Monaten gezeigt, dass er sich sehr stark an die FPÖ annähert oder eine Anbiederung macht, so wie in der Ausländerpolitik. Und gerade die FPÖ spielt ja das Thema der Impfpflicht. Ja, wir haben dort gewonnen, weil das ein Protest und so weiter ist. Deswegen glaube ich, dass er sehr wohl darauf Bezug nehmen wird und dass das wahrscheinlich ein Kniefall vor Kickl sein wird. Also ich glaube, der Zuspruch, den die FPÖ momentan dort oder da erfährt, ist weil ein Herr Kickl gerade nicht in Erscheinung tritt. Je weniger er in Erscheinung tritt, desto höher sind die Sympathiewerte. Also das wird sich ändern, wenn er wieder mehr... Wir könnten, glaube ich, jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Schade, du sprichst schon dagegen. Leider unsere Programmvorgabe. Die Werbung lassen wir ausfallen. Die lassen wir ausfallen. Danke vielmals fürs Kommen. Wir sind schöne gespannt, morgen werden wir es wissen, was er sagen wird. Und dann treffen wir uns vielleicht hier wieder in dieser Konstellation. Ihnen danke fürs Zusehen.